Zweite Kamera ist eingeschaltet und die erste. Ich zeige einmal die Positionierung der ersten Kamera. Das ist die erste Kamera. Und das ist der Blickwinkel, den die erste Kamera hat. Also auf den Baum. Das ist die mobile Kamera, die ich verwende, dieses Videos für Hans von Müllmann. Es geht um Friederike. Ich hatte Ihnen gestern schon ein Video zugeschickt und sie steigert jetzt den Wind dieses großen Baumes und hat begonnen, den Wind zu steigern. Der war sehr ruhig zu Beginn des Videos, wie Sie es in der zweiten Kameraaufnahme sehen. Hat begonnen, den Wind zu steigern, um sich zu zeigen, als ich gesprochen habe, als ich das angesprochen habe. Und jetzt sehen wir hier nochmal eine deutliche Windsteigerung. Den Hans von Müllmann. Ich hatte ihm gestern Nacht schon ein Video geschickt, wo sich Friederike auch gezeigt hatte und erste Kommunikationsanläufe genommen hat, mich kontaktiert hatte und sie mir vorgestellt hatte. Und ich hatte dann sofort ein Video aufgenommen, um ihm das aufzuzeigen. Grundsätzlich bin ich, nein, das habe ich in dem anderen Video dann alles erläutert, ein lebender Mensch, der universell auf hohem Niveau kommunikationsfähig ist mit Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben. Ich zeige nochmal heute mein Gesicht. Jetzt bin ich etwas, in dem anderen Video sehe ich sehr mitgenommen aus, sehr erschöpft. Das war mitten in der Nacht halt. Heute bin ich ein bisschen entspannter, so sehe ich aus, wenn ich etwas relaxter bin. Ich werde jetzt eine Runde mit Friederike kommunizieren. Grundsätzlich für Ihr Verständnis, ne? Sie macht jetzt Sturm. Im Moment, allein anhand des Datums, sehen Sie am Wetterbericht, ist es allgemein in Deutschland Sturmlage, auch im Rheinland. Das ist jetzt für uns nicht so schlimm, weil Friederike die Fähigkeiten hat, innerhalb dessen trotzdem gezielt zu kommunizieren. Und Sie sehen, dass, wenn ich das sage, sie gezielt den Wind gesteigert hat. Ich erkläre nochmal, was ich in dem anderen Video auch erklärt habe. Wenn sie Wind gezielt steigert, dann ist das eine Zustimmung. Und ich zeige Ihnen hier mal das Umfeld, damit Sie das auch sehen. Da sehen Sie gezielt die Windwellen reinkommen, wie Nicken der Pflanzen, was ich da gerade gefilmt habe. Das ist hier das Umfeld beim Posttower in Bonn in der Nähe der Rheinaue. Hier ist ein ziemliches Chaos. Ich zeige Ihnen kurz den Garten, damit Sie sich einen Gesamtüberblick verschaffen. Bitte da nicht irritiert sein. Es war richtiger Sturm die letzten Tage, auch durch die Kommunikation, wie wir sie hier durchführen. Nicht nur wegen der Friederike. Also ist jetzt nicht Ihre Schuld, aber dann fliegt halt dauernd alles durch die Gegend. So, Friederike, möchtest du die rechte Seite der Tanne mal Wind zuführen? Einfach damit er gezielt auch sehen kann, dass du sozusagen gezielt Wind kanalisieren kannst. Ich sehe jetzt, die rechte Seite der Tanne im Verhältnis beginnt zu schwanken. Die Windwelle kommt aber von der linken Seite, ja? Gut, sie steigert den Wind gezielt erstmal. Gut. An den Hans von Müllmann. Ich kommuniziere sehr viel universell. Wir gehen jetzt hier ein paar Schritte durch, damit Sie das Kommunikationssystem besser verstehen können. Dafür mache ich das jetzt, ja, damit Sie die Abläufe besser zuordnen können. Ihre Tochter bestätigt das mit der Windwelle und spürt auch hier jetzt nochmal gezielt deutlich mehr Wind zu. Kommt jetzt hier an, das hören Sie Plastiktüten dann im Hintergrund. Das andere Video zeigt auch auf, dass Ihre Tochter auch gezielt zu einem Punkt Wind hin kanalisieren kann. Das wollte ich gerade aufzeigen. Das ist, hat sie dann die Windwelle von links zugeführt, wie sie es jetzt wieder gemacht hat. Jetzt kommuniziere ich kurz mit Friederike. Möchtest du lieber die linke Seite der Tanne benutzen als die rechte? Fragezeichen. Da bekomme ich ein Ja an den Hans von Müllmann, damit er das transparent folgen kann. Gut, dann schiebt doch nochmal eine Windwelle hier links rein. So, und jetzt sehen Sie auch gezielt, dass der Baum links wieder anfängt, sich mehr zu bewegen. Und Sie sehen hier an dieser Pflanze auch, dass von der linken Seite der Wind zugeführt wird. Friederike, kannst du einmal hier bei diesem dunkelgrünen Busch, der nicht die Tanne selbst ist, den Wind gezielt nochmal steigern, dass sich das mehr bewegt? Ja oder nein? Ja, kann sie. Dann wird sie jetzt den Wind hier in diesem Bereich steigern und wir sehen die Windwelle gezielt ankommen. So gezielt geht das mit der Kommunikation, damit Sie das verstehen können. Dennoch ist es so, dass ich
ihre Tochter ist, also das Lebewesen, was sich als ihre Tochter gestern Nacht identifiziert hat, zumindest, das hier kommuniziert nicht ich. Darum muss ich die Dinge immer abfragen und gegenbestätigen lassen von ihr. Ne? Also sie kontrolliert den Wind, nicht ich. Darum erleben sie zwischendurch, dass ich immer abfrage, möchtest du lieber die Seite benutzen oder möchtest du so vorgehen oder so vorgehen, weil sie das natürlich auch aus ihrem Blickwinkel am besten beurteilen kann. Möchtest du die nächste Welle reinjagen? Und da sehen sie wieder, wie gezielt das mit meiner Handbewegung geht. Damit zeige ich ihnen aber nur, was ich mit ihrer Tochter abstimme. Sie ist es, die den Wind zuführt. Ich hoffe, das war gut genug gefilmt. Ja, das ist der... Also das hier, wo ich drauf zeige, da, dieser dunkle Busch, der steht vor der Tanne. Der hat andere Blätter als die Tanne selbst. Und Sie haben gesehen, dass der Busch auch fast wie nicken kann. Jetzt neigt er sich in die Richtung, wo mein Finger geht, ganz gezielt. Das ist Ihre Tochter. So gezielt kann die den Wind zuführen und damit arbeiten. Und Ihre Tochter hatte gestern schon kommuniziert, bestätigt das jetzt oder so deutlich entscheidend auch an der Tanne noch, dass... sie sich sehr gefreut hat, dass ich in dem anderen Video Sie einlade an Hans von Möhlmann. Wenn Sie möchten, können Sie sich direkt an mich wenden. Wir könnten uns hier in Bonn treffen, zum Beispiel in der Rheinaue. Man kann das überall machen, wo Natur ist. Und dann könnte Ihre Tochter, was Sie jetzt mit einer gezielten Windwelle bitte nochmal bestätigt, sehen Sie gezielten Windwellen hier reinkommen, wo ich mit der Hand auch von der Seite kommt dann der Wind. Das könnte Ihre Tochter dann live hier in Bonn auch aufzeigen, sich zeigen, mit Ihnen kommunizieren. Und ich kann Ihnen halt anbieten, dass ich Ihnen dabei helfe, dass Sie dann auch Ihre Fragen mit dem Lebewesen klären können, die wohl Ihre Tochter ist. Also sollten Sie offene Fragen haben oder sollten Sie Fragen haben, um sie besser identifizieren zu können. Friederike, kannst du da den Wind nochmal steigern? Jetzt sehen wir hier nochmal die gezielte Windwelle reinkommen, eine deutliche Steigerung an der gesamten Tanne. Und das, damit stimmt sie auch zu, dass sie sich auch zeigen würde, wenn Sie die Gelegenheit ergreifen möchten, ja, hier in Bonn mit ihrer, auf ihre Tochter zu treffen, im Klartext und mit ihr kommunizieren zu können. Ihre Tochter hat in dem anderen Video gestern, wird sie es wahrscheinlich auch nochmal bestätigen mit einer deutlichen Windwelle. Ja, die kommt an, ich merke es, zack, boom, da ist sie reingekommen. Bestätigt hat sie damit, dass sie sich auch zeigen würde, dann wenn sie, also wenn sie jetzt zum Beispiel Hans von Möhlmann entscheiden würden, gut, ich komme in 3 Tagen, dann hat Friederike kein Problem, in 3 Tagen darauf zu reagieren und dann hier vor Ort zu sein. Das würde sich wohl machen lassen. Friederike, kannst du das nochmal bestätigen mit noch einer Windwelle? Weil die erste Bestätigung war, da hatte ich noch gar nicht erzählt, was wir schon abkommuniziert hatten. So, und jetzt sehen Sie wieder die Windwelle oben reinkommen, wo ich den Finger hinhebe, da nochmal. So, und jetzt da gezielt kommt der Wind auch rumgeschossen, wo ich den Finger hingehoben habe. Entschuldigung. So, das Kommunikationssystem, was wir hier verwenden, ist eines von mehreren, die parallel stattfinden. Das für Sie, Hans von Möhlmann, zur Information. Ihre Tochter kann auf meinen physischen menschlichen Körper so zugreifen, dass sie mir Bestätigungen geben kann innerhalb meines physischen menschlichen Körpers. Das ist etwas, was man später eventuell mit medizinischem Equipment transparent machen könnte. Da wäre ich auch hilfsbereit, wenn Sie das möchten. Friederike, kannst du bestätigen, dass wenn mein Körper medizinisch verkabelt wäre, dass du es schaffen würdest, medizinische Daten über meinen physischen Körper zu erzeugen, die mein physischer menschlicher Körper sonst von alleine nicht erzeugen könnte. Kannst du das bestätigen? Ja oder nein? Ja? Dann bestätige das bitte mit der Windwelle nochmal. So, und jetzt sehen wir wieder hier, wo ich die Hand hingehoben habe, kommt mehr Wind an. Kannst du es noch deutlich steigern für deinen Vater, damit er das besser verstehen kann? So, sie steigert das jetzt noch und da haben wir wieder die großen Äste gesehen, die sich deutlich mehr bewegt haben. Und jetzt kommt die Windwelle zur Bestätigung nochmal gezielt an. Ne, in dem Teil, jeweils wo ich die Hand hinhebe, probiere ich mit ihr zu kommunizieren. Sie sehen natürlich, dass es auf die Fläche dann einwirkt. Ne? Sie sehen, so. Also es gibt unterschiedliche Kommunikationswege, die ich mit Lebewesen nutzen kann, die mal als Menschen gelebt haben. Ihre Tochter gehört wohl dazu. Und währenddessen ich mit ihr kommuniziere, gibt es unterschiedliche Kommunikationswege, die ich benutze. Das, wo sich ihre Tochter über Wind zeigt, also die Naturgewalt Wind benutzt, Pflanzen zuführt, funktioniert natürlich gezielt. Da kann sie sich ihnen drüber zeigen, also so, dass Dritte das wahrnehmen können. Sie oder auch Freunde von ihr und andere Menschen.
Gestern Abend hatte die Friederike noch angemerkt, dass sie sich auch freuen würde, Freunde zu treffen. Ne? Möchtest du das bestätigen auch in diesem Video noch, damit dein Vater das weiß? Ja. Gut, okay. So, und das ist halt ein Kommunikationsweg, wenn sie jetzt auf meinen physischen Körper einwirkt, also die Dinge, die ich zwischendurch auch mit ihr abkläre, was sie gesehen haben. Da mein Körper im Moment nicht medizinisch verkabelt ist, kann man das nicht sehen und ich selbst habe das medizinische Equipment nicht. Dafür müsste man in ein Krankenhaus, aber auch da hätten sie meine Hilfsbereitschaft. Ich muss ihnen da aber mit sein, dass ich nicht gut versichert bin. Ich, der lebende Mensch, Neil hier in Deutschland. Also, weil das kann man nicht normal abrechnen, weil das ist keine normale... Das ist nicht der Alltag von den normalen Menschen, wie das geregelt ist. Was ich tagtäglich praktiziere als ein Mensch, der universell auf diesem hohen Level kommunikationsfähig ist. Gut, und wenn ich das noch sagen darf, damit Sie ein besseres Verständnis davon haben, ich helfe viele Lebewesen mit ihren Familien zu Kontakt zu haben, oder ich versuche das zumindest immer. Das funktioniert mal besser, mal nicht so gut. Also Sie brauchen da keine Scheu haben, mich zu kontaktieren. Sondern... für mich ist das da keine Fragestellung, ich helfe Ihnen da gern. Ich mache das mal so. Okay, Friederike, dann schicke ich das Video deinem Vater auch noch. Der Baum ist jetzt relativ ruhig. Das heißt, das wäre eine gute Gelegenheit, dass du nochmal richtig Wind reinpumpst, dass er die nochmal gezielt sehen kannst, dass du das gezielt steigern kannst. Möchtest du das jetzt steigern? Ja, sie möchte steigern. Dann wird sie jetzt den Wind nochmal gezielt steigern, auch um sozusagen zu sagen, dass sie sich freut, wenn es dazu kommen würde, dass Sie die Chance ergreifen möchten für ein direktes Treffen mit ihr in Bonn. So, und wir sehen, dass diese Riesentanne jetzt anfängt, sich deutlich mehr zu bewegen, als sie es vorher getan hat. Und ich zeige Ihnen gleich auch nochmal die Größenverhältnisse dieser Riesentanne. Die Windwelle kommt jetzt an. Das ist die Bestätigung dazu, dass sie sich sehr freuen würde, wenn sie hier in Bonn direkt treffen könnte und wenn ich Ihnen helfen würde, sozusagen da besser kommunizieren zu können. Jetzt muss ich was anderes abfragen. Lassen Sie sich nicht irritieren. Wir kommunizieren über alle Naturgewalten. Friederike, ist der Regen jetzt gezielt eingesetzt? Ja? Dann steiger den Wind der Tanne bitte deutlich. Und dann möchtest du mit dem Regen auch ein bisschen Trauer signalisieren, dass du mit deinem Vater nicht so gut kommunizieren kannst. Im Moment habe ich das richtig verstanden. Ja, Sorgen machen soll er sich nicht, aber ja, okay. Gut, Sie sehen die deutliche Windsteigerung an der Tanne. Ja? Die fängt jetzt deutlich an, sich mehr zu bewegen und sie stimmt deutlich zu. Also für sie würde sich sehr freuen, wenn sie in Bonn sie treffen könnte und sie die Chance ergreifen würden, sozusagen selbst mit ihr zu kommunizieren, sich selbst davon zu überzeugen, hier vor Ort. Und da sehen Sie auch eine ganz deutliche Steigerung auch vor Freude, dass Sie diese Videos erhalten werden. Gut, Friederike, ich werde das deinem Vater schicken und er kann sich dann ja unkompliziert einfach an mich wenden, nachdem er das verdaut hat, weil das für ihn ja auch eine vollkommen neue Welt ist, die wir ihm zeigen sozusagen. Weil viele Menschen im normalen Alltag, die sind ja leider nicht kommunikationsfähig mit Lebewesen, die wir als Menschen gelebt haben. Ich schwenke jetzt die mobile Kamera nochmal an den Hans von Möhlen. Das sind Häuser im Hintergrund hier aus dem Garten heraus, damit Sie die Größenordnung dieses Baumes auch zuordnen können. Das ist der Baum, der sozusagen auch tagsüber von meinem Fenster aus zu sehen ist. Vielleicht mache ich irgendwann mit der Friederike noch ein Video da oben. Dann werden Sie die Spitze dieses Baumes aus dem dritten Stock heraus gefilmt sehen sozusagen. Das sind dreistöckige Häuser, die Sie da im Hintergrund sehen. Das ist der Posttower von Bonn, das größte Hochhaus hier in der Region, soweit ich weiß. Damit Sie einfach auch Relation und Größenordnung haben. Hier war jetzt, wir kommunizieren viel universell, auch viel über die Naturgewalt Wind. Ich, der lebende Mensch, nicht nur mit Friederike, hier war also die viel Sturm über lange, lange Zeit. Darum sieht das hier so chaotisch aus und ein paar Tierchen leben hier auch. Allerdings wird das jetzt nach dem nächsten Intermezzo wieder aufgeräumt. Gehe ich von aus. Gut, Friederike, dann verabschiede ich mich für den Moment bei dir. Und das ist ganz gut gelaufen.
Denke ich. Ich denke, dein Vater konnte sich so einen guten Überblick verschaffen, auch wie gezielt und wie deutlich du Wind steigern kannst. Möchten wir das jetzt noch mal gezielt machen und die Tanne noch mal mehr Wind zuführen? Ja, dann steiger das doch noch mal. Und Sie werden jetzt sehen, dass hier mehr Wind ankommt in dem Bereich, wo meine Hand ist. Dann steiger. Dann fangen wir an. Noch deutlicher am besten. Dauert eine kleine Sekunde. Dann steigere jetzt den Wind nochmal deutlich. So. Jetzt sieht man, wo meine Hand ist, dass die Äste sich bewegen, währenddessen dort ruhig ist. Wolltest du das aufzeigen? Dann für der Region jetzt noch mal gezielt mehr Wind zu, Friederike. Hier, wo meine Hand ist. Um es noch deutlicher zu machen. So, und jetzt sehen wir da, wo meine Hand hingezeigt hat, kommt die Windwelle an. So, und jetzt betrifft sie, jetzt breitet sich das aus auf den ganzen Baum. Okay, jetzt frage ich dich, willst du nochmal deutlich on point steigern? Also an den Hans von Müllmann, wenn ich on point sage, dann bedeutet das noch gezielter, noch eine Stufe gezielter. Möchtest du nochmal gezielter steigern, Friederike? Ja oder nein? Ja, möchte sie. Gut, dann nimm doch die linke Seite bitte und steiger das jetzt nochmal deutlich. Dann muss es jetzt deutlich steigern, damit es on point ist. So, und jetzt sehe ich auch mehr Wind ankommen. Jetzt sehe ich auch, dass die Äste sich mehr bewegen. Deutlich mehr bewegen. Hier gezielt, wo mein Handverlauf ist, ist mehr Wind reingekommen. Gut. Friederike, jetzt frage ich dich, möchtest du, dass ich einen Cut mache an der Stelle, wo es nicht gut gelaufen ist und deinen Vater so schicke? Ja oder nein? Nein, du möchtest weiter kommunizieren. Hast du darum dafür gesorgt, dass wir diesen Holprei in dem Video hatten, oder was? Ja oder nein? Ja, damit ich da hinterher ruder. Gut, dann machen wir später noch ein anderes Video. Aber dann ist auch gut. Sonst kann der Vater sich ja gerne an mich melden. Also ich schicke ihm das Material so, wie es ist. An den Hans von Müllmann bearbeiten tue ich das sowieso nicht, dafür habe ich keine Zeit, sondern da kommt ein Link dahinter und fertig. Und Friederike verabschiedet sich jetzt erstmal bei Ihnen mit einer riesen Windwelle noch. Und ich habe Ihnen ja schon zugesagt an den Hans von Müllmann, Sie sehen jetzt diese riesen Windwelle hier ankommen. Ja, jetzt sehen Sie deutlich mehr Steigerung. Und an den Hans von Müllmann, ich hatte Ihnen ja schon zugesagt, dass ich Ihnen gerne helfe, wenn Sie hier nach Bonn kommen möchten, dass wir das live vor Ort so machen können, dass Sie sich selbst davon überzeugen können. Und die Friederike hatte zugesagt, sich dann auch zu zeigen, auch dass gezielte Kommunikation möglich ist. Dann für deinen Vater vielleicht noch folgende Informationen, falls ihn das interessiert. Dieses Wissen, dass die universelle Kommunikation so funktioniert über die Naturgewalten Wasser, Wind, Blitze und Donner, tatsächlich auch. Dieses Wissen ist uraltes Wissen, was von Schamanen und Druiden zum Beispiel in Europa schon vor Jahrtausenden praktiziert wurde, tatsächlich dokumentiert wurde und tatsächlich Regierungen und andere Organisationen dafür gesorgt haben, dass viele Menschen da in diesen Bereichen wenig wissen, weil sie das Wissen verdeckt halten.
dass es möglich ist, mit Vorfahren und Ahnen gezielt zu kommunizieren und dass es Lebewesen, also Menschen, nicht Lebewesen, also ich bin auch ein Lebewesen, aber ich bin ja in einem menschlichen Körper, ich nahe, dass es Menschen gibt, die auf dem Level universell kommunizieren können. Die Menschen, die das können, also auch ich, wir gehören sozusagen zu den Menschen, die über die Jahrtausende, was man so aus den Religionsgeschichten weiß und so, immer verfolgt wurden und getötet wurden für diese Fähigkeiten tatsächlich. Das nur am Rand als Information. Da müssen Sie sich aber keinen Kopf machen, weil es betrifft Sie nicht. Sie sind eingeladen, Sie können sich direkt an mich wenden. Hier, ich lebe absolut friedlich, das kann die Friederike bestätigen, dass hier jetzt keine Gefahr drohen würde. Friederike, kannst du also bestätigen, dass du nicht davon ausgehst, dass da irgendein Problem wäre? Jetzt, weil ich das erzählt hatte. Bestätigt sie jetzt mit einer Windsteigerung, einer Windwelle, die jetzt gezielt eingehen wird. Sprich, sie sind einfach nur eingeladen, ihre Tochter zu treffen in Bonn. Ganz entspannt und ganz relaxed können sie mich kontaktieren und ich werde ihnen da auch ganz entspannt, so relaxed das eben geht, helfen. Das simpel und unkompliziert zu machen. Gut, möchtest du den Wind nochmal steigern? Ja, gut, dann steiger nochmal zum Abschied. So, und dann deinen Vater teile ich noch die Information. Also, was ich gerade gesagt hatte, das war jetzt nicht, um sie zu irritieren oder so, sondern einfach, falls sie selber da ein bisschen recherchieren möchten, wollte ich nur sagen, das können sie machen. Wichtig ist nur zu verstehen, dass es halt immer Regierungen und Organisationen wie die römische Kirche gab, die dafür gesorgt hat, dass bestimmtes Wissen in Europa der Allgemeinheit sehr verschlüsselt nur präsentiert wird. Das Wissen der Ahnen, Vorfahrenkommunikation in den Bereich fällt das, was ich hier aufzeige, auch wenn Friederike ihre Tochter ist, gehört dazu. Das ist sowas, was Menschen als Geheimwissen einstufen würden. Tatsächlich. Gut, Friederike, möchtest du den Wind jetzt zum Abschied nochmal deutlich steigern? Ja oder nein? Ja? Dann mach. So, dann halte ich die Kamera jetzt dahin, dann baller da mal bitte den Wind rein. Gut, das ist doch gezielt, das ist wieder deutlich. Dann kann er auch ganz deutlich folgen. Ja, wir müssen da probieren, das so gut aufzuzeigen, dass dein Vater das verstehen kann. Gut. So, also, lieber Hans von. Oh. So, lieber Hans von Müllmann, ich schicke Ihnen das Videomaterial jetzt. Sie haben gesehen, an einer Stelle hat es geholpert, sonst hat es sehr gut funktioniert. Eine Stelle war es, glaube ich, wo es gehakt hat. Eine Stelle war es, ja, da hat sie mit dem Wind etwas gezögert. Wenn sowas ist, das kann passieren, ist es wie, als wenn Sie mit einem lebenden Menschen reden. Die antworten auch nicht immer sofort. Wenn Sie die Lebenserfahrung haben, dann können Sie das auch im Bereich der universellen Kommunikation schnell zuordnen. Meine Erfahrung ist, meine Einschätzung ist, dass wenn Menschen das live erleben, haben sie es einfacher, alles zu erfassen und zu verstehen, weil sie ja einen viel komplexeren Blickwinkel haben. Sie können viel mehr wahrnehmen als das, was ich Ihnen hier aufzeigen kann mit den Videokameras. Das ist einfach die Wahrheit, weil der Blickwinkel, den diese Videokameras aufzeichnen, immer sehr begrenzt ist auf das, was die Linse halt einfängt. So, allgemein schwenke ich jetzt die Kamera, wie gesagt, sehr chaotisch. Ich zeige Ihnen, probieren nochmal das Umfeld zu zeigen. Hier, da steht ein Hühnerstall von den Hühnern, die hier rumrennen. Das ist der Bau, den man dahinter sieht. Und das ist hier der Nachbarschaftsgarten, der viel ordentlicher ist. Und ansonsten kommen dahinter wieder Gärten, die zu den Häusern gehören, die man auch hier im Bildschirm sieht. Ne? Also sind dann jeweils so Hecken oder Zäune und dahinter kommt jeweils der nächste Garten, der zu den Häusern gehört. Einfach nur, damit Sie einen Überblick auch von dem Umfeld haben. Gut, Friederike, dann schieß noch eine Windwelle rein, wenn du Lust hast. Hast du? So, jetzt sehe ich hier schon was ankommen, dann steigert da oben auch ein bisschen. Möchtest du? Ja oder nein? Und an den Vater von Friederike, wenn ich sie das frage, dann warte ich auf ein körperinternes Feedback und sie bestätigt, sie steigert. Richtig? Ja. Gut, dann steigern wir. Ich halte die Kamera wieder hoch. Und dann sehe ich jetzt auf der linken Seite, wo ich auch gerade hingezeigt habe, dass deutlich mehr Wind ankommt und die Äste anfangen, sich mehr zu bewegen. Ne, da kommt die Windwelle dann jetzt rein. Sehen Sie? So. Man hört das dann jetzt auch im Umfeld und bumm.
So. Und wichtig ist halt zu verstehen, dass es ein Riesenbaum ist, den ich hier gerade benutze. Also es ist eine Riesentanne, es ist kein kleines Pflänzchen. In dem anderen Video haben wir Ihnen dasselbe System aufgezeigt, in der kleinen Größenordnung. Das ist jetzt die größere Größenordnung sozusagen, aber dasselbe Kommunikationssystem. Wenn ich wieder ein paar Stellen wiederhole, verzeihen Sie mir, aber ich weiß ja nicht, wie gut Sie das alles auffassen, ne? Weil es ja sehr ungewöhnlich ist, so ein Videomaterial zu erhalten. Und wenn ich mich wiederhole, verbuchen Sie es bitte so, dass ich mir Mühe gebe, so zu machen, dass Sie es auch verstehen können. Denn das ist ja nicht so einfach im ersten Moment. Und es ist halt Kommunikation. Das ist wie Kommunikation zwischen Menschen. Da muss man sich ein bisschen abstimmen, das abpassen. Und ich muss sozusagen Friederike auch kennenlernen, denn ich kenne sie noch nicht so gut. Bestimmt, ne? Wir kennen uns seit gestern Abend. Da hast du mich kontaktiert und mehr oder weniger gebeten, ob ich deinen Vater kontaktiere. Ja. Und was diese Baumkommunikation betrifft, wichtig für Sie zu verstehen, wenn ich was mit dir abstimme, also jetzt nicht, was ich zwingend noch Ihnen transparent machen muss, sondern wenn ich selber was wissen will, sie kann mit mir sehr sensibel über den Baum kommunizieren, weil ich natürlich gelernt habe, das auszulesen, wo sie für sie immer mehr Wind macht, damit sich die Äste auch deutlicher bewegen, damit sie das wahrnehmen können. Wenn Sie jetzt nach Bonn kommen möchten und wir machen so ein Treffen mit der Friederike, dann würde ich Ihnen das zeigen und dann könnte es durchaus sein, dass Sie nach 2-3 Stunden sozusagen auch gelernt haben, dass die Friederike sensibel mit Ihnen kommunizieren kann, indem sie nur einzelne Äste bewegt. Sonst macht sie halt immer die gezielten großen Windwellen. Ja, ganz deutlich bitte. Gut. Damit Sie es ganz deutlich auch erkennen können. Ja? Gut. Ich schicke Ihnen das Videomaterial und ich hoffe, ich kann Ihnen da helfen und ich hoffe, das ist eine gute Nachricht im Großen und Ganzen, aber ich vermute mal ja. Und Friederike, wie gesagt, haben Sie ja gesehen, was sie selbst kommuniziert hat und gegenbestätigt hat. Das ist immer das Entscheidende bei dem Kommunikationssystem zu verstehen. Sie würde sich halt sehr freuen, wenn Sie die Chance ergreifen und wenn Sie sie direkt treffen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die du loswerden wolltest mit dem Video, ne? Abgesehen von der Tatsache, dass dein Lebenszeichen kommt. Gut. Ich denke, das war deutlich. Vielleicht ganz gut, dass wir den großen Baum nochmal genommen haben, sodass er auch unterschiedliches Videomaterial bekommt. Einfach um zu verstehen, dass du das mehr oder weniger an verschiedenen Orten dann auch machen kannst. Auch wenn er nach Bonn kommt, kann ich mit deinem Vater dann entspannt spazieren gehen und dir. Und du kannst dich dann ihm zeigen, währenddessen wir spazieren gehen. Und dann kann ich ihm das ein bisschen besser erklären, dass er selber erlernen kann, mit dir dann zu kommunizieren. Und die anderen Details müssten wir dann hier vor Ort besprechen. Also, wenn er irgendwelche Fragen an dich hat oder du ihm noch was mitteilen möchtest, dann müssen wir gucken, wie wir das herausfinden. Um es ganz einfach zu machen. Gut, dann wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Tag und Sie können mir eine E-Mail schreiben an siegerverwaltung@gmail.com, wenn Sie mich in Bonn treffen möchten und Ihre Tochter, also wenn ich Ihnen da helfen soll. Oder Sie können mir über meine Facebook-Seite naipowersieger.9 eine Nachricht zukommen lassen. Beides geht, die E-Mails lese ich nicht so oft. Das als Information für Sie ist vielleicht ganz wichtig. Sie bekommen dieses Videomaterial jetzt. Das sind halt diese beiden Kameras. Also Sie bekommen jetzt noch 2 Blickwinkel und Sie haben noch ein Video von gestern Abend. Und es kann sein, dass ich irgendwann mit der Friederike noch ein weiteres für Sie aufnehme. Ansonsten wichtig aus meiner Sicht als lebender Mensch, der probiert Ihnen da zu helfen, wäre wirklich sich nach Bonn zu kommen, sich selbst zu überzeugen, würde ich empfehlen, weil man dann einfach viel mehr wahrnehmen kann, viel gezielter. Sie könnten dann mich auch fragen, ausfragen, Dinge hinterfragen, die Sie nicht ganz verstehen. All diese Aspekte könnte ich Ihnen helfen. Und Sie könnten einfach besser das Umfeld zum Beispiel auch erfassen und dann eine Kommunikation probieren, gezielt mit Ihrer Tochter abzustimmen. Ne? Ja, das ist es. Ja. Gut, ich schicke Ihnen das Videomaterial und ich wünsche Ihnen erstmal noch einen schönen Tag. Und die Friederike ist halt heute noch in Bonn. Das auf jeden Fall und würde sich wieder zeigen, wenn Sie das möchten und dann auch nach Bonn kommen möchten. Ja, Friederike, an dich. Ich habe im Moment keine Fragen mehr. Ich denke, ich schicke ihm das so. Also brauchen wir jetzt gar keine weiteren Windwellen. Es sei denn, willst du noch eine Runde?
Ja oder nein? Einmal möchte sie noch Wind machen und danach mache ich das Video aus. Gut, dann mach noch mal Wind. Dann steigere das jetzt noch mal. Sie wird das jetzt steigern. Dann steigere das mal jetzt gezielt sukzessive. Kannst du das? Ja oder nein? Körperinterne Kommunikation findet gerade statt. Kannst du das gezielt jetzt sukzessive? Möchtest du am Stück steigern? Ja, am Stück. Ja gut, dann steigere. Dann mach das so, wie du meinst. Dann halte ich meinen Mund und filme. Schon in Ordnung. Mach. So, ich sehe wieder, ich erzähle kurz, was ich sehe, weil ich vermutlich einen größeren Blickwinkel habe, als die Kamera aufzeichnen kann. Ich sehe jetzt wieder mehr Wind ankommen. Jetzt wird der Baum sozusagen sich, jetzt führt sie den Wind gezielt zu und steigert das, wie angekündigt. Jetzt können Sie in der Kamera das auch deutlicher sehen, denke ich. Dann hat der große Baum sich wieder anfangen, wieder deutlich mehr Wind zugeführt bekommen. Auch währenddessen ich jetzt spreche noch und neigt sich dann jetzt auch. So. Und im Prinzip für deinen Vater noch zu verstehen, also wenn wir jetzt 2, 3 Stunden am Stück kommunizieren würden, dann wären wir sehr, sehr gut abgestimmt, vermute ich mal. Was das betrifft, auch visuell von der Genauigkeit. Wenn man kurz kommuniziert, dann dauert das immer einen Moment. Ist halt wirklich wie, als wenn man mit Menschen redet, die man nicht so gut kennt. Weil ich ihre Tochter jetzt nicht so lange kenne. Gut, sie hat den Wind nochmal deutlich gesteigert, auch wie ich es hier wahrgenommen habe. Das Videomaterial hat das auch erfasst. Gut, Friederike, ich schicke das deinem Vater, sonst ist das auch sehr, sehr viel. Und wir können ja noch ein anderes gezieltes Video zusätzlich, wenn du willst oder auch nicht. Das können wir später gucken. Und ich habe auch viel zu tun, das ist auch wahr in meinem Leben. Gut. Und ansonsten hat er ja die Einladung von mir. Ich helfe ihm da gerne und dir auch, das kann. Da kann er sich ganz entspannt einfach per Nachricht mailen. Gut. Ja, würde dich freuen, ne? Ja. Darüber kann sie Geräuschkulisse machen, weil dieses Blattwerk dort dafür taugt, Geräusche zu machen. Das war das Rascheln, was sie gerade im Hintergrund gehört haben. Ist, nutzen wir auch zur Kommunikation. Möchtest du da nochmal gezielter steigern, Friederike? Bei dem Blattwerk statt bei der Tanne? Ja? Dann steigern wir. Mach mal ein bisschen Lärm, wenn du möchtest. Möchtest du? Ja oder nein? Ein leichtes, ja. Gut, also Sie sehen. Ich erkläre es Ihnen kurz. Ich habe ihr eine Frage gestellt und sie hat dieses Blattwerk angehoben und wieder gesenkt, als wenn ein Kopf nickt. Friederike, kannst du das nochmal wiederholen mit dem Ast? Ja oder nein? Sie wird jetzt probieren, das nochmal zu wiederholen und wir sehen, wie mehr Wind von unten zugeführt wird. Und dadurch heben sich die Dinger halt an, ne? Also die Blätter werden von unten ein bisschen mit Wind unterfüttert. So sieht das aus menschlichem Blickwinkel erstmal aus für mich. Dann hebt das Ding, probier da nochmal ein bisschen mehr Wind zuzuführen, Friederike. Hier diesen, nee, das, den Busch meine ich nicht. Ich meine den, wo ich mit der Kamera gerade drauf zeige. Mit diesem, wo du raschelst. Genau, da, wo du raschelst. Ja, genau, das wollte ich sehen. Super. Gut, das ist dieses Nicken, ne? Parallel lief hier noch der Wind, darum habe ich es kurz zugeordnet, damit dein Vater das besser versteht. So, gut. Jetzt macht sie dieses Rascheln. Sie sehen, dass da mehr Wind reinkommt. Ne? Das ist, und das. So, eine Sekunde bitte. Ich schalte jetzt die zweite Kamera ein. So, die zweite Kamera ist eingeschaltet. Jetzt. Die zweite Kamera ist eingeschaltet und die erste, ich zeige einmal die Positionierung der ersten Kamera. Das ist die erste Kamera.
Und das ist der Blickwinkel, den die erste Kamera hat. Also auf den Baum. Das ist die mobile Kamera, die ich verwende in dieses Video für Hans von Müllmann. Es geht um Friederike. Ich hatte ihm gestern schon ein Video zugeschickt und sie steigert jetzt den Wind dieses großen Baumes und hat begonnen, den Wind zu steigern. Der war sehr ruhig zu Beginn des Videos, wie Sie es in der zweiten Kameraaufnahme sehen. Hat begonnen, den Wind zu steigern, um sich zu zeigen, als ich gesprochen habe, als ich das angesprochen habe. Und jetzt sehen wir hier nochmal eine deutliche Windsteigerung. An den Hans von Müllmann. Ich hatte ihm gestern Nacht schon ein Video geschickt, wo sich Friederike auch gezeigt hatte und erste Kommunikationsanläufe genommen hat, mich kontaktiert hatte und sich mir vorgestellt hatte. Und ich hatte dann sofort ein Video aufgenommen, um ihm das aufzuzeigen. Grundsätzlich bin ich, nein, das habe ich in dem anderen Video dann alles erläutert, ein lebender Mensch, der universell auf hohem Niveau kommunikationsfähig ist mit Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben. Ich zeige nochmal heute mein Gesicht. Jetzt bin ich etwas, in dem anderen Video sehe ich sehr mitgenommen aus, sehr erschöpft, das war mitten in der Nacht halt. Heute bin ich ein bisschen entspannter, so sehe ich aus, wenn ich etwas relaxter bin. Ich werde jetzt eine Runde mit Friederike kommunizieren. Grundsätzlich für ihr Verständnis, ne? Sie macht jetzt Sturm. Im Moment, allein anhand des Datums, sehen Sie am Wetterbericht, ist es allgemein in Deutschland Sturmlage, auch im Rheinland. Das ist jetzt für uns nicht so schlimm, weil Friederike die Fähigkeiten hat, innerhalb dessen trotzdem gezielt zu kommunizieren. Und Sie sehen, dass, wenn ich das sage, sie gezielt den Wind gesteigert hat. Ich erkläre nochmal, was ich in dem anderen Video auch erklärt habe. Wenn sie Wind gezielt steigert, dann ist das eine Zustimmung. Und ich zeige Ihnen hier mal das Umfeld, damit Sie das auch sehen. Da sehen Sie gezielt die Windwellen reinkommen, wie ein Nicken der Pflanzen, was ich da gerade gefilmt habe. Das ist hier das Umfeld. Beim Posttower in Bonn, in der Nähe der Rheinaue. Hier ist ein ziemliches Chaos. Ich zeige Ihnen kurz den Garten, damit Sie sich einen Gesamtüberblick verschaffen. Bitte da nicht irritiert sein. Es war richtiger Sturm die letzten Tage. Auch durch die Kommunikation, wie wir sie hier durchführen. Nicht nur wegen der Friederike. Also jetzt nicht ihre Schuld, aber dann fliegt halt dauernd alles durch die Gegend. So, Friederike, möchtest du die rechte Seite der Tanne mal Wind zuführen? Einfach damit er gezielt auch sehen kann, dass du sozusagen gezielt Wind kanalisieren kannst. Ich sehe jetzt die rechte Seite der Tanne im Verhältnis beginnt zu schwanken. Die Windwelle kommt aber von der linken Seite, ja? Gut, sie steigert den Wind gezielt erstmal. Gut. An den Hans von Müllmann. Ich kommuniziere sehr viel universell. Wir gehen jetzt hier ein paar Schritte durch, damit Sie das Kommunikationssystem besser verstehen können. Dafür mache ich das jetzt, ja, damit Sie die Abläufe besser zuordnen können. Ihre Tochter bestätigt das mit der Windwelle und spürt auch hier jetzt nochmal gezielt deutlich mehr Wind zu. Guckt jetzt hier an, dass Sie Plastiktüten da. Das andere Video zeigt auch auf, dass Ihre Tochter auch gezielt zu einem Punkt Wind hin kanalisieren kann. Das wollte ich gerade aufzeigen. Das ist, da hat sie dann die Windwelle von links zugeführt, wie sie es jetzt wieder gemacht hat. Jetzt kommuniziere ich kurz mit Friederike. Möchtest du lieber die linke Seite der Tanne benutzen als die rechte? Fragezeichen. Da bekomme ich ein Ja an den Hans von Müllmann, damit er das transparent folgen kann. Gut, dann schiebt doch nochmal eine Windwelle hier links rein. So, und jetzt sehen Sie auch gezielt, dass der Baum links wieder anfängt, sich mehr zu bewegen. Und Sie sehen hier an dieser Pflanze auch, dass von der linken Seite der Wind zugeführt wird. Friederike, kannst du einmal hier bei diesem dunkelgrünen Busch, der nicht die Tanne selbst ist, den Wind gezielt nochmal steigern, dass sich das mehr bewegt? Ja oder nein? Ja, kann sie. Dann wird sie jetzt den Wind hier in diesem Bereich steigern und wir sehen die Windwelle gezielt ankommen. So gezielt geht das mit der Kommunikation, damit Sie das verstehen können. Dennoch ist es so, dass es Ihre Tochter ist, also das Lebewesen, was sich als Ihre Tochter gestern Nacht identifiziert hat, zumindest. Das hier kommuniziert nicht ich. Darum muss ich die Dinge immer abfragen und gegenbestätigen lassen von ihr. Also sie kontrolliert den Wind, nicht ich.
Darum erleben sie zwischendurch, dass ich immer abfrage, möchtest du lieber die Seite benutzen oder möchtest du so vorgehen oder so vorgehen, weil sie das natürlich auch aus ihrem Blickwinkel am besten beurteilen kann. Möchtest du die nächste Welle reinjagen? Und da sehen sie wieder, wie gezielt das mit meiner Handbewegung geht. Damit zeige ich ihnen aber nur, was ich mit ihrer Tochter abstimme. Sie ist es, die den Wind zuführt. Ich hoffe, das war gut genug gefilmt. Ja, das ist der, also das hier, wo ich drauf zeige, da. Dieser dunkle Busch, der steht vor der Tanne. Der hat andere Blätter als die Tanne selbst. Und Sie haben gesehen, dass der Busch auch fast wie nicken kann. Jetzt neigt er sich in die Richtung, wo mein Finger geht, ganz gezielt. Ne, das ist Ihre Tochter. So gezielt kann die den Wind zuführen und damit arbeiten. Und Ihre Tochter hatte gestern schon kommuniziert, bestätigt das jetzt über eine deutliche Windsteigung auch an der Tanne noch, dass sie sich sehr gefreut hat, dass ich in dem anderen Video Sie einlade an Hans von Möhlmann. Wenn Sie möchten, können Sie sich direkt an mich wenden. Wir könnten uns hier in Bonn treffen, zum Beispiel in der Rheinaue. Man kann das überall machen, wo Natur ist. Und dann könnte Ihre Tochter, was sie jetzt mit einer gezielten Windwelle bitte nochmal bestätigt, sehen Sie gezielten Windwellen hier reinkommen, wo ich mit der Hand auch von der Seite kommt dann der Wind. Das könnte Ihre Tochter dann live hier in Bonn auch aufzeigen, sich zeigen, mit Ihnen kommunizieren. Und ich kann Ihnen halt anbieten, dass ich Ihnen dabei helfe, dass Sie dann auch Ihre Fragen mit dem Lebewesen klären können, die wohl Ihre Tochter ist. Also sollten Sie offene Fragen haben oder sollten Sie Fragen haben, um sie besser identifizieren zu können. Friederike, kannst du da den Wind nochmal steigern? Jetzt sehen wir hier nochmal die gezielte Windwelle reinkommen, eine deutliche Steigerung an der gesamten Tanne. Und das, damit stimmt sie auch zu, dass sie sich auch zeigen würde, wenn sie die Gelegenheit ergreifen möchten, ja, hier in Bonn mit ihre, auf ihre Tochter zu treffen, im Klartext und mit ihr kommunizieren zu können. Ihre Tochter hat in dem anderen Video gestern, wird sie jetzt wahrscheinlich auch nochmal bestätigen mit einer deutlichen Windwelle. Ja, die kommt an, ich merke es, zack, boom, da ist sie reingekommen. Bestätigt hat sie damit, dass sie sich auch zeigen würde, dann wenn sie, also wenn Sie jetzt zum Beispiel Hans von Möhlmann entscheiden würden, gut, ich komme in 3 Tagen, dann hat Friederike kein Problem, in 3 Tagen darauf zu reagieren und dann hier vor Ort zu sein. Das würde sich wohl machen lassen. Friederike, kannst du das nochmal bestätigen mit noch einer Windwelle? Weil die erste Bestätigung war, da hatte ich noch gar nicht erzählt, was wir schon abkommuniziert haben. So, und jetzt sehen Sie wieder die Windwelle oben reinkommen, wo ich den Finger hinhebe, da nochmal. So, und jetzt da gezielt kommt der Wind auch rumgeschossen, wo ich den Finger hingehe. Hingehoben habe, Entschuldigung. So, das Kommunikationssystem, was wir hier verwenden, ist eines von mehreren, die parallel stattfinden. Das für Sie, Hans von Möhlmann, zur Information. Ihre Tochter kann auf meinen physischen, menschlichen Körper so zugreifen, dass sie mir Bestätigungen geben kann innerhalb meines physischen, menschlichen Körpers. Das ist etwas, was man später eventuell mit medizinischem Equipment transparent machen könnte. Da wäre ich auch hilfsbereit, wenn Sie das möchten. Friederike, kannst du bestätigen, dass wenn mein Körper medizinisch verkabelt wäre, dass du es schaffen würdest, medizinische Daten über meinen physischen Körper zu erzeugen, die mein physischer, menschlicher Körper sonst von alleine nicht erzeugen könnte? Kannst du das bestätigen? Ja oder nein? Ja? Dann bestätige das bitte mit der Windwelle nochmal. So, und jetzt sehen wir wieder hier, wo ich die Hand hingehoben habe, kommt mehr Wind an. Kannst du es noch deutlich steigern für deinen Vater, damit er das besser verstehen kann? So, sie steigert das jetzt noch und da haben wir wieder die großen Äste gesehen, die sich deutlich mehr bewegt haben. Und jetzt kommt die Windwelle zur Bestätigung nochmal gezielt an. Ne, in dem Teil, jeweils wo ich die Hand hinhebe und probiere ich mit ihr zu kommunizieren, sie sehen natürlich, dass es auf die Fläche dann einwirkt. Ne? Sie sehen, so. Also es gibt unterschiedliche Kommunikationswege, die ich mit Lebewesen nutzen kann, die mal als Menschen gelebt haben. Ihre Tochter gehört wohl dazu. Und währenddessen ich mit ihr kommuniziere, gibt es unterschiedliche Kommunikationswege, die ich benutze. Das, wo sich ihre Tochter über Wind zeigt, also die Naturgewalt Wind benutzt, Pflanzen zuführt, funktioniert natürlich gezielt. Da kann sie sich ihnen drüber zeigen, also so, dass Dritte das wahrnehmen können. Sie oder auch Freunde von ihr und andere Menschen. Gestern Abend hatte die Friederike noch angemerkt, dass sie sich auch freuen würde, Freunde zu treffen. Ne? Kannst du das, möchtest du das bestätigen auch in diesem Video noch, damit dein Vater das weiß? Ja. Gut, okay. So, und das ist halt ein Kommunikationsweg.
wenn sie jetzt auf meinen physischen Körper einwirkt, also die Dinge, die ich zwischendurch auch mit ihr abkläre, was sie gesehen haben, da mein Körper im Moment nicht medizinisch verkabelt ist, kann man das nicht sehen und ich selbst habe das medizinische Equipment nicht. Dafür müsste man im Krankenhaus, aber auch da hätten sie meine Hilfsbereitschaft. Ich muss ihnen da aber mitteilen, dass ich nicht gut versichert bin. Ich, der lebende Mensch, nahe hier in Deutschland. Also, weil das kann man nicht normal abrechnen, weil das ist keine normale, das ist nicht der Alltag von den normalen Menschen, wie das geregelt ist. Was ich tagtäglich praktiziere als ein Mensch, der universell auf diesem hohen Level kommunikationsfähig ist. Und wenn ich das noch sagen darf, damit Sie ein besseres Verständnis davon haben, ich helfe vielen Lebewesen mit ihren Familien Kontakt zu haben, oder ich versuche das zumindest immer, das funktioniert mal besser, mal nicht so gut. Also Sie brauchen da keine Scheu haben, mich zu kontaktieren. Sondern für mich ist das da keine Fragestellung, ich helfe Ihnen da hier. Ich mache das mal so. Okay, Friederike, dann schicke ich das Video deinem Vater auch noch. Der Baum ist jetzt relativ ruhig. Das heißt, das wäre eine gute Gelegenheit, dass du nochmal richtig Wind reinpumpst, dass er die nochmal gezielt sehen kannst, dass du das gezielt steigern kannst. Möchtest du das jetzt steigern? Ja, sie möchte steigern. Dann wird sie jetzt den Wind nochmal gezielt steigern, auch um sozusagen zu sagen, dass sie sich freut, wenn es dazu kommen würde, dass sie die Chance ergreifen möchten für ein direktes Treffen mit ihren Bonnen. So, und wir sehen, dass diese Riesentanne jetzt anfängt, sich deutlich mehr zu bewegen, als sie es vorher getan hat. Und ich zeige Ihnen gleich auch nochmal die Größenverhältnisse dieser Riesentanne. Die Windwelle kommt jetzt an. Das ist die Bestätigung dazu, dass sie sich sehr freuen würde, wenn sie sie hier in Bonn direkt treffen könnte und wenn ich ihnen helfen würde, sozusagen da besser kommunizieren zu können. Jetzt muss ich was anderes abfragen. Lassen Sie sich nicht irritieren. Wir kommunizieren über alle Naturgewalten. Friederike, ist der Regen jetzt gezielt eingesetzt? Ja? Dann steigere den Wind der Tanne bitte deutlich. Und dann möchtest du mit dem Regen auch ein bisschen Trauer signalisieren, dass du mit deinem Vater nicht so gut kommunizieren kannst. Im Moment habe ich das richtig verstanden. Ja, Sorgen machen soll er sich nicht, aber ja. Sie sehen die deutliche Windsteigerung an der Tanne. Sie fängt jetzt deutlich an, sich mehr zu bewegen und sie stimmt deutlich zu. Also für sie würde sich sehr freuen, wenn sie in Bonn sie treffen könnte und sie die Chance ergreifen würden, sozusagen selbst mit ihr zu kommunizieren, sich selbst davon zu überzeugen, hier vor Ort. Und da sehen Sie auch eine ganz deutliche Steigerung auch von Freude. Friederike, ich werde das deinem Vater schicken und er kann sich dann ja unkompliziert einfach an mich wenden, nachdem er das verdaut hat, weil das für ihn ja auch eine vollkommen neue Welt ist, die wir ihm zeigen. Ja, weil viele Menschen im normalen Alltag, die sind ja leider nicht kommunikationsfähig mit Lebewesen. Ich schwenke jetzt die mobile Kamera nochmal an den Hans von Möhlen. Das sind Häuser im Hintergrund hier aus dem Garten heraus, damit Sie die Größenordnung dieses Baumes auch zuordnen können. Das ist der Baum, der sozusagen auch tagsüber von meinem Fenster aus zu sehen ist. Vielleicht mache ich irgendwann mit der Friederike noch ein Video da oben. Dann werden Sie die Spitze dieses Baumes aus dem dritten Stock heraus gefilmt sehen. Das sind dreistöckige Häuser, die Sie da im Hintergrund sehen. Das ist der Post Tower von Bonn, das größte Hochhaus hier in der Region, soweit ich weiß. Damit Sie einfach auch Relation und Größenordnung haben. Hier war jetzt, wir kommunizieren viel universell, auch viel über die Naturgewalt Wind. Ich, der lebende Mensch, nicht nur mit Friederike, hier war also die viel Sturm über lange, lange Zeit. Darum sieht das hier so chaotisch aus und ein paar Tierchen leben hier auch. Allerdings wird das jetzt nach dem nächsten Intermezzo wieder aufgeräumt. Gehe ich von aus. Gut, Friederike, dann verabschiede ich mich für den Moment bei dir. Und das ist ganz gut gelaufen, denke ich. Ich denke, dein Vater konnte sich so einen guten Überblick verschaffen, auch wie gezielt und wie deutlich du ihn steigern kannst. Möchten wir das jetzt nochmal gezielt machen und die Tanne nochmal mehr Wind zuführen? Ja, dann steiger das doch mal. Und Sie werden jetzt sehen, dass hier mehr Wind ankommt in dem Bereich, wo meine Hand ist. Dann steigern.
Dann fangen wir an. Noch deutlicher am besten. Dauert eine kleine Sekunde. Dann steigere jetzt den Wind nochmal deutlich. So. Jetzt sieht man, wo meine Hand ist, dass die Äste sich bewegen, währenddessen dort ruhig ist. Wolltest du das auch zeigen? Dann für der Region jetzt nochmal gezielt mehr Wind zu, Friederike. Hier, wo meine Hand ist. Um es noch deutlicher zu machen. So, und jetzt sehen wir da, wo meine Hand hingezeigt hat, kommt die Windwelle an. So, und jetzt betrifft sie, jetzt breitet sich das aus auf den ganzen Baum. Jetzt frage ich dich, willst du nochmal deutlich on point steigern? Also an den Hans von Müllmann, wenn ich on point sage, dann bedeutet das noch gezielter, noch eine Stufe gezielter. Möchtest du nochmal gezielter steigern, Friederike? Ja oder nein? Ja, möchte sie. Gut, dann nimm doch die linke Seite bitte und steiger das jetzt nochmal deutlich. Dann musst du es jetzt deutlich steigern, damit es on point ist. So, und jetzt sehe ich auch mehr Wind ankommen. Jetzt sehe ich auch, dass die Äste sich mehr bewegen. Deutlich mehr bewegen. Hier gezielt, wo mein Handverlauf ist, ist mehr Wind reingekommen. Gut. Friederike, jetzt frage ich dich, möchtest du, dass ich einen Cut mache an der Stelle, wo es nicht gut gelaufen ist und deinen Vater so schickt? Ja oder nein? Nein, du möchtest weiter kommunizieren. Hast du darum dafür gesorgt, dass wir diesen Heulfall in dem Video hatten, oder was? Ja oder nein? Ja, damit ich da hinterher rudere. Gut, dann machen wir später noch ein anderes Video. Aber dann ist auch gut. Sonst kann der Vater sich ja gerne an mich melden. Also ich schicke ihm das Material so, wie es ist. An den Hans von Müllmann bearbeiten tue ich da sowieso nicht, dafür habe ich keine Zeit, sondern der kommt ein Link dahinter und fertig. Und Friederike verabschiedet sich jetzt erstmal bei Ihnen mit einer riesen Windwelle noch. Und ich habe Ihnen ja schon zugesagt an den Hans von Müllmann, Sie sehen jetzt diese riesen Windwelle hier ankommen. Ne? Jetzt sehen Sie deutlich mehr Steigerung. Und an den Hans von Müllmann, ich hatte Ihnen ja schon zugesagt, dass ich Ihnen gerne helfe, wenn Sie hier nach Bonn kommen möchten, dass wir das live vor Ort so machen können, dass Sie sich selbst davon überzeugen können. Und die Friederike hatte zugesagt, sich dann auch zu zeigen, auch dass gezielte Kommunikation möglich ist. Dann für deinen Vater vielleicht noch folgende Informationen, falls Ihnen das interessiert. Dieses Wissen, dass die universelle Kommunikation so funktioniert über die Naturgewalten Wasser, Wind, Blitze und Donner, tatsächlich auch. Dieses Wissen ist uraltes Wissen, was von Schamanen und Druiden zum Beispiel in Europa schon vor Jahrtausenden praktiziert wurde, tatsächlich dokumentiert wurde und tatsächlich Regierungen und andere Organisationen dafür gesorgt haben, dass viele Menschen da in diesen Bereichen wenig wissen, weil sie das Wissen verdeckt halten. Dass es möglich ist, mit Vorfahren und Ahnen gezielt zu kommunizieren und dass es Lebewesen, also Menschen, nicht Lebewesen, also ich bin auch ein Lebewesen, aber ich bin ja in einem menschlichen Körper, ich nahe, dass es Menschen gibt, die auf dem Level universell kommunizieren können. Die Menschen, die das können, also auch ich, wir gehören sozusagen zu den Menschen, die über die Jahrtausende, was man so aus den Religionsgeschichten weiß und so, immer verfolgt werden, getötet werden, für diese Fähigkeit.
Das nur am Rand als Information. Da müssen Sie sich aber keinen Kopf machen, weil es betrifft Sie nicht. Sie sind eingeladen, Sie können sich direkt an mich wenden. Hier, ich lebe absolut friedlich, das kann die Friederike bestätigen, dass hier jetzt keine Gefahr drohen würde. Friederike, kannst du das so bestätigen, dass du nicht davon ausgehst, dass da irgendein Problem ist? Jetzt, weil ich das erzählt habe. Bestätigt sie jetzt mit einer Windsteigerung, einer Windwelle, die jetzt gezielt eingeht. Sprich, sie sind einfach nur eingeladen, ihre Tochter zu treffen. Ganz entspannt und ganz relaxed können sie mich kontaktieren und ich werde ihnen da auch ganz entspannt und relaxed, so entspannt, so relaxed das eben geht, helfen. Das simpel und unkompliziert zu machen. Gut, möchtest du den Wind nochmal steigern? Ja, gut, dann steigern nochmal zum Abschied. So, und an deinen Vater teile ich noch die Information. Also, was ich gerade gesagt hatte, das war jetzt nicht, um sie zu irritieren oder so, sondern einfach, falls sie selber da ein bisschen recherchieren möchten, dann wollte ich nur sagen, das können sie machen. Wichtig ist nur zu verstehen, dass es halt immer Regierungen und Organisationen wie die römische Kirche gab, die dafür gesorgt hat, dass bestimmtes Wissen in Europa der Allgemeinheit sehr verschlüsselt nur präsentiert. Das Wissen der Ahnen, Vorfahren, Kommunikation in dem Bereich fällt das, was ich hier aufzeige, auch wenn Friederike ihre Tochter ist, gehört dazu. Das ist sowas, was Menschen als Geheimwissen einstellen. Tatsächlich. Gut, Friederike, möchtest du den Wind jetzt zum Abschied nochmal deutlich steigern? Ja oder nein? Ja? Dann mach. So, dann halte ich die Kamera jetzt dahin, dann baller da mal bitte rein. Gut, das ist doch gezielt, das ist wieder deutlich. Dann kann er auch ganz deutlich kommen. Ja, wir müssen da probieren, das so gut aufzuzeigen, dass dein Vater das versteht. So, also, lieber Hans von... Oh. So, lieber Hans von Müllmann, ich schicke Ihnen das Videomaterial jetzt. Sie haben gesehen, an einer Stelle hat es geholpert, sonst hat es sehr gut funktioniert. Eine Stelle war es, glaube ich, wo es gehakt hat. Eine Stelle war es, ja, da hat sie mit dem Wind etwas gezögert. Wenn sowas ist, das kann passieren, ist es wie, als wenn sie mit einem lebenden Menschen reden. Die antworten auch nicht immer sofort. Wenn sie die Lebenserfahrung haben, dann können sie das auch im Bereich der universellen Kommunikation schnell zuordnen. Meine Erfahrung ist, meine Einschätzung ist, dass wenn Menschen das live erleben, haben sie es einfacher, alles zu erfassen und zu verstehen, weil sie ja einen viel komplexeren Blickwinkel haben. Sie können viel mehr wahrnehmen als das, was ich Ihnen hier aufzeigen kann mit dem Video. Das ist einfach die Wahrheit, weil der Blickwinkel, den diese Videokameras aufzeichnen, immer sehr begrenzt ist auf das, was die Linse halt einfällt. So, allgemein schwenke ich jetzt die Kamera, wie gesagt, sehr chaotisch. Ich zeige Ihnen, probiere nochmal das Umfeld zu zeigen hier. Da steht ein Hühnerstall von den Hühnern, die hier rumrennen. Das ist der Bau, den man dahinter sieht. Und das ist hier der Nachbarschaftsgarten, der viel ordentlicher ist. Und ansonsten kommen dahinter wieder Gärten, die zu den Häusern gehören, die man auch hier im Bildschirm sieht. Ja, also das sind dann jeweils so Hecken oder Zäune und dahinter kommt jeweils der nächste Garten, der zu den Häusern gehört. Einmal nur, damit Sie einen Überblick auch von dem Umfeld haben. Gut, Friederike, dann schieß noch eine Windwelle rein, wenn du Lust hast. Hast du? So, jetzt sehe ich hier schon was ankommen, dann steigere da oben auch ein bisschen. Möchtest du? Ja oder nein? Und an den Vater und Friederike, wenn ich Sie das frage, dann warte ich auf ein körperinternes Feedback und sie bestätigt, sie steigert. Richtig? Ja. Gut, dann steigern wir. Schalte die Kamera wieder hoch. Und dann sehe ich jetzt auf der linken Seite, wo ich auch gerade hingezeigt habe, dass deutlich mehr Wind ankommt und die Äste anfangen, sich mehr zu bewegen. Ne, da kommt die Windwelle dann jetzt rein. Sehen Sie? Man hört das dann jetzt auch im Umfeld und bumm. So. Und wichtig ist halt zu verstehen, dass es ein Riesenbaum ist, den ich hier gerade benutze. Also es ist eine Riesentanne, es ist kein kleines Pflänzchen. In dem anderen Video haben wir Ihnen dasselbe System aufgezeigt, in der kleinen Größenordnung. Das ist jetzt die größere Größenordnung sozusagen, aber dasselbe Kommunikationssystem.
Wenn ich wieder ein paar Stellen wiederhole, verzeihen Sie mir, aber ich weiß ja nicht, wie gut Sie das alles auffassen, ne? Weil es sehr, sehr ungewöhnlich ist, so ein Videomaterial zu erhalten. Und wenn ich mich wiederhole, verbuchen Sie es bitte so, dass ich mir Mühe gebe, so zu machen, dass Sie es auch verstehen können. Denn es ist ja nicht so einfach im ersten Moment. Und es ist halt Kommunikation. Das ist wie Kommunikation zwischen Menschen. Da muss man sich ein bisschen abstimmen, das abpassen. Und ich muss sozusagen Friederike auch kennenlernen, denn ich kenne sie noch nicht so gut. Das stimmt, ne? Wir kennen uns seit gestern Abend. Da hast du mich kontaktiert und mehr oder weniger gebeten, ob ich deinen Vater bin. Ja. Und was diese Baumkommunikation betrifft, wichtig für Sie zu verstehen, wenn ich was mit dir abstimme, also jetzt nicht, was ich zwingend noch Ihnen transparent machen muss, sondern wenn ich selber was wissen will, sie kann mit mir sehr sensibel über den Baum kommunizieren, weil ich natürlich gelernt habe, das auszulesen, wo sie für sie immer mehr Wind macht, damit sich die Äste auch deutlicher bewegen, damit sie das wahrnehmen können. Wenn Sie jetzt nach Bonn kommen möchten und wir machen so ein Treffen mit der Friederike, dann würde ich Ihnen das zeigen und dann könnte es durchaus sein, dass Sie nach 2-3 Stunden sozusagen auch gelernt haben, dass die Friederike sensibel mit Ihnen kommunizieren kann, indem sie nur einzelne Äste bewegt. Sonst macht sie halt immer die gezielten großen Windwellen. Ja, ganz deutlich bitte. Gut. Damit sie es ganz deutlich auch erkennen. Ja. Gut. Ich schicke Ihnen das Videomaterial und ich hoffe, ich kann Ihnen da helfen. Und ich hoffe, das ist eine gute Nachricht im Großen und Ganzen. Aber ich vermute mal ja. Und Friederike, wie gesagt, haben Sie ja gesehen, was sie selbst kommuniziert hat und gegenbestätigt hat. Das ist immer das Entscheidende bei dem Kommunikationssystem zu verstehen. Sie würde sich halt sehr freuen, wenn Sie die Chance ergreifen und wenn Sie sie direkt treffen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die du loswerden wolltest mit dem Video, ne? Abgesehen von der Tatsache, dass das Lebenszeit. Ich denke, das war deutlich. Vielleicht ganz gut, dass wir den großen Baum nochmal genommen haben. Dass er auch unterschiedliches Videomaterial bekommt, einfach um zu verstehen, dass du das mehr oder weniger an verschiedenen Orten dann auch machen kannst. Auch wenn er nach Bonn kommt, kann ich mit deinem Vater dann entspannt spazieren gehen und dir. Und du kannst dich dann ihm zeigen, währenddessen wir spazieren gehen, und dann kann ich ihm das ein bisschen besser erklären, dass er selber erlernen kann, mit dir dann zu kommunizieren. Und die anderen Details müssten wir dann hier vor Ort besprechen. Also, wenn er irgendwelche Fragen an dich hat oder du ihm was mitteilen möchtest, müssen wir gucken, wie wir das herausfinden. Um es ganz einfach zu machen. Gut. Dann wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Tag. Und Sie können mir eine E-Mail schreiben an siegerverwaltung@gmail.com, wenn Sie mich in Bonn treffen möchten und Ihre Tochter, also wenn ich Ihnen da helfen soll. Oder Sie können mir über meine Facebook-Seite neuepowersieger.9 eine Nachricht zukommen lassen. Beides geht, die E-Mails lese ich nicht so oft. Das als Information für Sie ist vielleicht ganz wichtig. Sie bekommen dieses Videomaterial jetzt. Das sind halt diese beiden Kameras. Also Sie bekommen jetzt noch 2 Blickwinkel und Sie haben noch ein Video von gestern Abend. Und es kann sein, dass ich irgendwann mit der Friederike noch ein weiteres für Sie aufnehme. Ansonsten wichtig aus meiner Sicht, als lebender Mensch, der probiert Ihnen da zu helfen, wer wirklich sich nach Bonn zu kommen, sich selbst zu überzeugen, würde ich empfehlen, weil man dann einfach viel mehr wahrnehmen kann, viel gezielter. Sie könnten dann mich auch fragen, ausfragen, Dinge hinterfragen, die Sie nicht ganz verstehen. All diese Aspekte könnte ich Ihnen helfen. Und Sie könnten einfach besser das Umfeld zum Beispiel auch erfassen und dann eine Kommunikation probieren, gezielt mit Ihrer Tochter abzustimmen. Ja, so ist es. Ja. Gut, ich schicke Ihnen das Videomaterial und ich wünsche Ihnen erstmal noch einen schönen Tag. Und die Friederike ist halt heute noch in Bonn. Das auf jeden Fall und würde sie wieder zeigen, wenn sie das möchten und dann auch nach Bonn kommen. Ja, Friederike, an dich. Ich habe im Moment keine Fragen mehr. Ich denke, ich schicke Ihnen das zu. Also brauchen wir jetzt gar keine weiteren Windwellen. Es sei denn, willst du noch eine Runde? Ja oder nein? Einmal möchte sie noch Wind machen und danach mache ich das Video aus. Gut, dann mach nochmal Wind. Dann steigern wir das. Sie wird das jetzt steigern. Dann steigert das mal jetzt gezielt sukzessive. Kannst du das? Ja oder nein? Körperinterne Kommunikation findet gerade statt. Kannst du es gezielt jetzt sukzessive? Möchtest du am Stück steigern?
Ja, am Stück. Ja gut, dann steigen. Dann mach das so, wie du meinst. Dann halte ich meinen Mund und Film. Ist in Ordnung. Ja. So, ich sehe wieder, ich erzähle kurz, was ich sehe, weil ich vermutlich einen größeren Blickwinkel habe als die Kamera aufzeichnen kann. Ich sehe jetzt wieder mehr Wind ankommen. Jetzt wird der Baum sozusagen sich, jetzt führt sie den Wind gezielt zu und steigert das, wie angekündigt. Jetzt können Sie in der Kamera das auch deutlich sehen. Dann hat der große Baum sich wieder anfangen, wieder deutlich mehr Wind zugeführt bekommen. Auch während ich jetzt spreche noch und neigt sich dann. Im Prinzip für deinen Vater noch zu verstehen, also wenn wir jetzt 2-3 Stunden am Stück kommunizieren würden, dann wären wir sehr, sehr gut abgestimmt, vermute ich mal. Was das betrifft, auch visuell von der Genauigkeit. Wenn man kurz kommuniziert, dann dauert das immer. Es ist halt wirklich wie, als wenn man mit Menschen redet, die man nicht so gut kennt. Ich betrachte da jetzt nicht so gut. Sie hat den Wind nochmal deutlich gesteigert, auch wie ich es hier wahrgenommen habe. Das Videomaterial hat das auch erfasst. Gut, Friederike, ich schicke das deinem Vater. Das ist das auch sehr, sehr viel. Und wir können ja noch ein anderes gezieltes Video zusetzen. Wenn du willst oder auch nicht. Das können wir später machen. Und ich habe auch viel zu tun. Das ist auch wahr. Und ansonsten hat er ja die Einladung. Ich helfe ihm da gerne und dir auch. Das kann. Da kann er sich ganz entspannt einfach per Nachricht. Wird dich freuen, ne? Ja. Darüber kann sie Geräuschkulisse machen, weil dieses Blattwerk dort dafür taucht, Geräusche zu machen. Das war das Rascheln, was sie gerade in das nutzen wir auch zur Kommunikation. Möchtest du da nochmal gezielter steigern, Friederike? Bei dem Blattwerk? Statt bei der Tanne? Ja? Dann steiger mal. Mach mal ein bisschen Lärm, wenn du möchtest. Möchtest du? Ja oder nein? Vielleicht ist ja. Gut, also Sie sehen, ich erkläre es Ihnen kurz. Ich habe ihr eine Frage gestellt und sie hat dieses Blattwerk angehoben und wieder gesenkt, als wenn ein Kopf nickt. Friederike, kannst du das nochmal wiederholen mit dem Ass? Ja oder nein? Sie wird jetzt probieren, das nochmal zu wiederholen und wir sehen, wie mehr Wind von unten zugeführt wird. Und dadurch heben sich die Dinger halt an. Ne? Also die Blätter werden von unten ein bisschen mit Wind unterfüttert. So sieht das aus menschlichem Blickwinkel erstmal aus für mich. Dann hebt das Ding, probier da nochmal ein bisschen mehr Wind zuzuführen, Friederike. Hier diesen, nee, das, den Busch meine ich nicht. Ich meine den, wo ich mit der Kamera gerade drauf zeige. Mit diesem, wo du raschelst. Genau, da wo du raschelst, ja. Genau, das wollte ich sehen. Super. Gut, das ist dieses Nicken, ne?